Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend allerseits. Herzlich willkommen zur sozusagen Deutschland-Premiere, der Kinopremiere, der Film The Green Prince startet am nächsten Donnerstag und wir freuen uns außerordentlich hier heute Abend in unserem Kino, im Kino des Deutschen Filmmuseums sozusagen die Premiere feiern zu dürfen. Mein Name ist Claudia Dillmann, ich bin die Direktorin des Hauses und darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen. Insbesondere heiße ich natürlich willkommen Boris Rhein, den eben schon erwähnten hessischen Minister für Wissenschaft und Kunst oder wie Nadav Schieremann bei der Verleihung des Hessischen Film- und Kinopreises so nett und charmant und auch mit französischem Akzent gesagt hat, der Minister für Kunst und Kultur. Das kann er nachher nochmal wiederholen. Dann begrüße ich recht herzlich Frank-Stefan Limbach, den Geschäftsführer der Hessischen Filmförderung und sozusagen sein Pendant, Christel Schmidt, die Geschäftsführerin der HR-Filmförderung. Und um den Kreis der Förderer abzuschließen, Ursula Vossen, sie ist Projektleiterin von Hessen Invest. Tanja Baran ist hier, sie ist von Rapid Eye Movies und wird nachher noch ein bisschen was zu ihrer oder zur Beteiligung von Rapid Eye Movies an diesem Film sagen. Und last but not least, of course, wir begrüßen den Regisseur dieses engagierten, außergewöhnlichen Films, Nadav Schirman. Wo sitzt er? Wo ist er? Er steht auch, okay, er hat den Film schon mal gesehen. Also. Und ganz herzlich natürlich begrüßen wir deine Teammitglieder. Es freut mich sehr, dass so viele heute hier zu uns gekommen sind. Auch für die Teammitglieder bitte einen Applaus. Ja, ich habe es Stefan Limbach zu verdanken, der kurz nach der Hessischen Film- und Kinopreisverleihung bei mir anrief und sagt, ich habe hier Nadav Schirman, der hat den Dokumentarfilmpreis gewonnen, hast ja mitgekriegt, der hat eine Frage. Und Nadav sagte, ich möchte die Premiere hier im Filmmuseum feiern. Das fanden wir ganz toll. Die Kinoabteilung hat geschluckt, weil das Programm eigentlich schon stand. Aber es gelang eben, diesen Abend hier frei zu machen. Und wir sind sehr glücklich darüber und freuen uns sehr, Nadav, dass ihr hier dieses Kino ausgewählt habt. Für uns ist ja Kino ein Ort der lebendigen Auseinandersetzung mit Film. Es ist der Ort der lebendigen Auseinandersetzung mit Film. Und vielleicht haben Sie es schon gesehen. Ab nächsten Dienstag werden wir eine Ausstellung machen, so Filmtheater, die nicht nur wunderbare Fotografien präsentiert und eine Geschichte, einen Rückblick auf die Frankfurter Kinogeschichte, sondern eben auch zum Beispiel draußen die Trophäen zeigt, die dieses Kino im Laufe der Jahre bei der Hessischen Kinopreisverleihung dann eben auch gewonnen hat, inklusive des neuen Manns mit dem Dings, also mit dem, was ist das? Fernglas. Fernglas, danke. Für uns ist das eine Gelegenheit, eben das Kino zu diskutieren in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, denn wir glauben daran, dass das Kino eine Zukunft hat, auch wenn sozusagen das bewegte Bild inzwischen ubiquitär ist, nur das Kino schafft, was wir heute Abend auch erreichen, ein Publikum. Und auf dieses Publikum kommt es an, auf seine Reaktionen, wie dieses Publikum einen Film erlebt, wie es anschließend über dieses Filmerlebnis spricht. Und ich wünsche euch, Nadav, dem ganzen Team, der Produktion, dem Verleih, dass das Publikum begeistert ist, dass es Gutes spricht und dass euer Film, dein Film, noch sehr, sehr lange im Kino sein wird. Und ich drücke euch die Daumen und toi, toi, toi für euch alle und für diesen Film. Ja, und bevor Minister Rhein spricht, kommt jetzt Tanja Baran von Rapid Eye Movies und wird kurz zu uns sprechen. Dankeschön. Ja, guten Abend. Ein ganz herzliches Willkommen im Namen des Kölner Verleihs Rapid Eye Movies. Mein Name ist Tanja Baran und ich begrüße besonders Herrn Staatsminister Boris Rhein, Herrn Frank Limbach von der Hessischen Filmförderung. Die Frau Dillmann, herzlichen Dank auch für die netten einleitenden Worte. Nadav Schirman und sein Team und Sie alle.
Ja, ich freue mich, dass wir heute Abend hier in diesem ausgesprochen schönen Kino sein dürfen. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind. Und auch wenn wir jetzt ein bisschen viele geworden sind, ich finde, das ist ein schönes Zeichen für den Film. Und Nadav hatte ja mit seinem Film zu Beginn des Jahres in Sundance die Uraufführung und hat auch dort direkt einen Preis gewonnen. Und seither hat sich eigentlich eine Festivalauszeichnung, einen Preis nach dem anderen aneinandergereiht. Und mir ist es wichtig, an dieser Stelle zwei Preise hervorzuheben. Das ist zum einen der israelische Oscar, der sogenannte Ophir. Und das ist zum anderen der Hessische Filmpreis, den er gewonnen hat als bester Dokumentarfilm. Und ja, das ist, glaube ich, ein Applaus. Und Hessen war einfach der Ort, wo der Film oder das Projekt von Beginn an unterstützt wurde und das eben schon in einer sehr frühen Phase. Und wir als Verleih, wir freuen uns, dass der Film jetzt auch bei der Herausbringung großzügig unterstützt wird oder wurde. Und dafür ganz herzlichen Dank an die Hessische Filmförderung. Und mein persönlicher Dank auch nochmal an Nadav Schiermann, weil das war einfach eine tolle Zusammenarbeit die letzten Wochen, jetzt kurz vor dem Start. Es war sehr engagiert. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und mich persönlich hat der Film immer oder er berührt mich sehr. Und ich glaube einfach, dass diese Kraft auch alle anderen bewegen wird, die diesen Film sehen. Über zwei Menschen, denke ich, die nach unserem Verständnis, für die eine Freundschaft eigentlich nicht möglich ist. Und es gelingt dennoch. Und wie Frau Dillmann gerade eben schon sagte, ist ja die Möglichkeit, ab nächster Woche Donnerstag den Film dann auch deutschlandweit sehen zu können. Und hier in Frankfurt wird es in dem Kino Orpheus Erben sein. Also erzählen Sie es weiter, das tut dem Film auf jeden Fall gut. Da möchte ich jetzt an dieser Stelle kurz noch was zum Ablauf sagen. Also ich freue mich schon, dass Herr Staatsminister Rhein gleich sein Grußwort sprechen wird. Auch Nadav Schiermann wird Sie gleich noch begrüßen. Und wenn wir dann den Film gesehen haben, möchte ich Sie bitten, dass Sie sitzen bleiben, weil wir noch, Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und danach freue ich mich einfach, wenn wir uns im Foyer noch mal wiedersehen, auf einen Umtrunk. Vielen Dank. Ja, verehrte Frau Dillmann, verehrte Frau Baran, lieber Herr Schirmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, nichts ist schlimmer, als wenn unendliche Reden gehalten werden vor einem Film, den jeder sehen will. Nichtsdestotrotz, das ist schon mal ein gutes Omen für diesen Film. Ich habe mit Herrn Schirmann eben drüber gesprochen, wie viel Zuschauer er eigentlich erwartet. Und wenn ein solcher Film startet und die Menschen stehen dabei, das ist zwar für die, die stehen, nicht ganz so schön, aber ein gutes Omen für den Film. Und das wünschen wir alle dem Film, dass er diese Zuschauerzahlen auch dann am Ende erreichen wird. Ich bin, das will ich offen gestehen, unglaublich gespannt auf das, was wir gleich zu sehen bekommen. Ich habe darüber gelesen, dass dieser Film eine Mischung sei aus Hollywood-reifem Thriller und andererseits einer griechischen Tragödie. Wie das aufgelöst werden wird, das werden wir gleich sehen. Herr Schirmann, dem ich ein ganz herzliches Dankeschön dafür sagen will, dass er diesen Film auf die Leinwand gebracht hat. Will ich von Herrn Schirmann, dem ich dieses Dankeschön sagen will, habe ich gelesen, dass er gesagt hat, dieser Film soll Hoffnung machen. Hoffnung hat so viele unterschiedliche Facetten. Meine Hoffnung ist, dass der Film eines hinbekommt, dass der Film hinbekommt, den Konflikt, der so gar nicht weit von uns entfernt, im Nahen Osten stattfindet, auch hier Aufmerksamkeit findet, auch diejenigen findet, die dann eben sagen, wir müssen handeln, wir müssen etwas machen. Und ich habe es selbst erlebt in Aschkelon, ich habe es erlebt in Sderot, wie schrecklich es sein kann, wenn tagtäglich Kassam-Raketen das Leben einfach völlig verändern, wenn Kinder nicht mehr in der Schule normal leben können, wenn Kinder in der Schule nicht mehr auf die Schulhöfe gehen können, keine Freizeit mehr haben können, wenn es einfach das Leben vollständig verändert. Ich habe es erlebt, als nach 1991 das erste Mal wieder in Tel Aviv dazu kam, dass eine Rakete die Menschen in Angst und Schrecken versetzt hat. Und insoweit glaube ich, dass es wichtig ist, dass auch wir hier uns mit dem Thema befassen, dass auch wir erleben, wie schrecklich die Bedrohung sein kann und dass wir alles daran tun, dass streitende Parteien eben diesen Streit und diesen Krieg beilegen. Und ich glaube, dass jeder Film, der in diesem Sinne gedreht wird, ein richtiger Schritt auf diesem Weg ist. Und insoweit will ich ein herzliches Dankeschön sagen an Sie, lieber Herr Schirmann. Ich glaube, es ist ein großes Werk und insoweit wünsche ich dem Film auch den Erfolg, den er verdient. Und ich will hinzufügen, ich bin unendlich stolz,
dass Sie ein Preisträger des Hessischen Filmpreises sind. Das macht mich wirklich stolz und ich glaube, darüber können wir sehr glücklich sein, dass wir heute Abend mit Ihnen einen unglaublich tollen Filmemacher hier haben. Viel Erfolg für diesen Film und Ihnen heute Abend einen interessanten Filmabend. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Guten Abend, mein Name ist Stefan Limbach, eben schon genannt, Geschäftsführer der Hessischen Filmförderung. Ich kann mich meinen Vorrednern nur komplett anschließen. Ich bedanke mich auch bei den Filmemachern, die auch hier sind. Hermann Faske als Nominierter, die Frau Ock, die auch nominiert war für den Hessischen Filmpreis. Es geht nur miteinander und dafür steht die Förderung letztendlich auch. Und auf dem Weg wollen wir weitermachen. Nadav, ich würde dich gerne nach vorne bitten, damit wir dir den Platz am nächsten Beginn bekommen. Wow. So, mein Deutsch ist noch sehr schlecht und mein Hessisch ist noch schlechter. So, ich probiere mal mein schlechtes Deutsch. Ich brauche jemanden zum Übersetzen auf Hessisch. Ja, der Film war gezeigt. Erst herzlich willkommen und vielen Dank für alle, weil alle wären nicht möglich ohne diese sehr preziöse Unterstützung von das Ministerium, von den Filmförderung und vielen Dank, Claudia, dass wir können diese Abend hier machen. Und für mich, ich bin ein bisschen excited, weil das ist sehr, sehr besonders. Den Film hat ihn fast in der ganzen Welt gezeigt, aber hier ist Home Turf, weil hier alles hat angefangen. So, ich bin viel mehr nervös als in Sundance oder Israel. Ich möchte kurz nur ein paar Leute danken, weil Film machen ist niemals ein Einzeljob und zum Ende, Sie werden sehen, die Credits sind ein bisschen lang, so ich denke, fast 200 Leute haben auf das Film gearbeitet, so danke für Ihre Geduld danach und und bitte entschuldigen Sie, Herr Minister, ich möchte die wichtigste Person Unterstützung danken, das ist meine Frau Schella, weil Ja, she merits those, weil ohne deine Unterstützung und deine Glaube und deine Inspiration bestimmt wären wir nicht hier heute. So vielen Dank. Ja. Und danach, ich möchte sehr gern mich bedanken wieder zum den Ministerium für Kunst und Kultur, ist das jetzt? Ein neuer Name? Ja. Das Ministerium für Kunst und Kultur und diese hessische Filmförderung, beides Land und AR, weil das war wie ein Inkubator für mich. Also ich war neu in Frankfurt, ich habe nur einen Film gemacht, das war dann der Champagner-Spion. Ich bin nach Frankfurt umgezogen, ich habe auf den Tür von der hessischen Filmförderung geklopft, die Maria Wiesmet war da, leider sie ist nicht hier heute, aber das hessische Filmförderung hat mich mit offenen Armen genommen und sie haben mich unterstützt, wie wenn ich war so eine kleine Pflanze. Ja? Also das war echt ein Inkubator, sehr wichtig für mich und auch für andere Filmmacher. So, vielen, vielen Dank für alles. So, ich möchte danken der Stefan Limbach, die Christelle, die Kiki und die Steffi und die Franziska sind alles hier. Vielen, vielen Dank für alles. Ja. Und dazu, ich denke, der zweite wichtigste Person nach dem Regisseur und seiner Frau ist der Rechtsanwalt. Und ist der Guido Hettinger ist da. Guido, vielen, vielen Dank. Ja, der Guido Hettinger ist nur nicht unser Rechtsanwalt, aber ist ein großer Unterstützer von allen Filmmacherinnen in Hessen und in Frankfurt. Vielen, vielen Dank, Guido. Ja, und ohne Guido und auch, ich möchte sagen, ein großer herzlicher Danke zu den Finanzunterstützern für dieses Film, der Rolf Herrmann und das Tiesfeld-Büro. Ich weiß nicht, ob sie sind hier. Die sind da. Vielen Dank. Ja. Ja. Ein großer Danke. Und dann gibt es viele Leute, sie haben auch. Sie haben wie ich fast das ganze Herz und Seele in das Film reingebracht und sie haben
nachts wie tags gearbeitet, ja, und ein paar sind hier, so ich möchte die danken. So, erst ich möchte danken, alle Leute von First Aid sind hier, First Aid Frankfurt, ja, die Charlotte, der Jan und der Dennis, ja, die haben viel nachts über das Film gearbeitet, viel Dank. Und das Team, der Verfilmung-Team, der Alex Sachs, weiß ich, ob es hier, der Alfred, ein paar Schauspieler sind hier auch. Ah, sehr wichtig, Entschuldigung, das ist ein Dokumentarfilm. So, die Leute, jetzt wichtig, die Leute sind die echten Leute, ja, das wir sehen, der Mossab und der Gonen. Danach, wir können dazu reden, aber wir haben gemerkt, dass in jedem Screening ein paar Leute sagen, wer waren die Schauspielerinnen, und es ist ein Dokumentarfilm. Und der Stefan Korte ist hier heute gekommen, der hat die Mischung gemacht, einer der größten Soundmixer in Germany. Stefan, viel Dank, er ist da. Er hat auch das neue Film, der... Wie heißt dein neuer Film? Das Labyrinth des Schweiger. Das Labyrinth des Schweiger und gemischt auch und so viel großes Film, Stefan. Wir waren sehr glücklich, dass er war dazu. Und ich habe eine große Entdeckung mit diesem Film gemacht. Eine große Entdeckung, weil wir waren in großer Gefahr. Ich soll das nicht sagen vielleicht, aber the cat is out of the bag. Weil plötzlich, der Film war in großer Gefahr mit seiner... wir wissen, dass wir müssen in Sundance gehen oder vielleicht, wir wussten noch nicht, aber was, ein großer Druck. Und plötzlich, wir waren ohne Cutter. Mein Lieblings- mein normales Cutter muss weg, weil wir haben so viel gearbeitet und sie muss etwas anderes machen. Und plötzlich, ich war ohne Cutter. Und das ist ganz besonders in Frankfurt, weil in Frankfurt von draußen sieht es so sehr ruhig und gibt es nichts, keine Filmszene, aber es gibt so viel Hochtalenten, sie stecken. Und so, ich habe einen gefunden, ja, im Norden, unter einem Bananenbaum. Wo ist der? Der Sanjeev. Sanjeev. Vielen Dank. Ja. Ja, der Mann hier hat der Film gerettet, hat sein ganzes Herz und Seele. Sanjeev, viel Dank, viel Dank. Und was ist sehr besonders für mich, weil wir reden über die hessische Filmförderung und Hessen ist so eine Region, ja, aber für mich, was war ganz besonders, ist, dass diese Region hat die Leute zum Beispiel, das arbeiten hier, haben diese Mind-Opening, ja, diese Geistöffnung für einen globalen Angriff, ja, so das ist unser kleiner hessischer Film, aber wir können ganz stolz sein, dass er hat einen Globalangriff gehabt. So. Ja. So, nach dem Film, wir machen eine kurze Q&A, ob Sie sind noch wach. Don't fall asleep. Oh, ich habe jemanden vergessen. Jemand hat mir auf die Spur gemacht, denn Gerald Heidenreich ist hier. Gary ist ein von den Partnern von A-List Film, weil das war produziert von unserer Frankfurt-basierten Productions Company, Produktionsfirma. Und Gary hat uns auf den Spur sozusagen gemacht. Gary, viel Dank. Vielen Dank. Danke, Jana. Danke dir. Sein Applaus. Ja, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Film. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt einfach noch vom Publikum ein paar Fragen gestellt bekommen. Ich möchte als erstes dich fragen, wie bist du zu diesem Stoff gekommen? Wie bist du auf die Geschichte gestoßen? Und vielleicht kannst du auch erzählen, wie du auf deine Protagonisten getroffen bist und wie das war, sie davon zu überzeugen, mitzumachen bei dem Projekt. So viele Fragen. Ich habe vor diesem Film, ich habe zwei andere Filme gemacht, so The Champagne Spy und In the Dark Room, und als wir waren in die Finanzierung für In the Dark Room,
in Idfa. So mein erstes Film geht über die Beziehung zwischen einem Sohn und seinem Vater. Ein Sohn entdeckt, sein Vater ist ein Mossad-Agent, und diese Sohn-Vater-Beziehung nimmt uns in den Welt von Espionage, ja, und zeigt die persönliche Kosten oder das Preis, den man muss zahlen, für ein Spion zu sein, die persönliche Kosten. Und danach, wenn ich habe die Finanzierung gemacht von In the Dark Room, wir waren bei einem Finanzierungskreis in Idfa mit Baumi damals, und das Film geht über die Beziehung zwischen die Frau, dem meistgesuchten Terroristen in der Welt, Carlos der Schakal, und die Tochter, den meistgesuchten Terroristen in der Welt. Wie ist das, die Tochter von einem gesuchter Terrorist zu sein, wie es denn mit einem gesuchten Terrorist heiraten zu sein. Und die Leute im Finanzkreis in Idfa haben gesagt, das ist, klingt ein bisschen wie dein erstes Film. So dieses Familienthema, das nimmt man rein in eine gefährliche Welt. Und ich habe ganz spontan gesagt, ja, das ist ein Teil von einer Trilogie. War keine Trilogie. Und danach kamen alle wollen wissen, was ist der dritte Teil? Und dann, ich muss mich finden. Und dann, jemand hat mir erzählt über das Buch, ja, die Wahrheit, ich kann nur die Wahrheit sagen. Dann hat jemand mir über den Buch von Mossad erzählt, Sohn der Hamas, und ich habe das Buch in 2 Stunden gelesen. Weil das war ein echter Eye-Opener, wie sagt man auf Hessisch. Weil es wie heute mit Islamic State, mit ISIS. Ja? Wir können nur die Headlines, ja? Nur die 30 oder 40 Sekunden bei Nachrichten. Aber man kennt nicht die Kultur von drinnen. Und Mossad in seinem Buch, weil er war der Sohn von einem, der Hamas gegründet hat, weil er war, wie sagt man, groomed. Ja? Er sollte der nächste Hamas-Führer in Westbank sein. Ganz einfach. He was groomed to be the next Hamas leader in West Bank. So, seine Perspektive war sehr interessant, sehr interessant. Und das war der erste Schritt. Aber das geht nur über sein Point of View. Und wenn ich habe der Gonen, der israelische Agenthandler, getroffen in Tel Aviv, und ich habe die Beziehung zwischen die beiden ziemlich besten Feinde sozusagen versteht habe, dann ich hatte Gänsehaut überall. Weil wenn das möglich ist, dann viele Sachen sind möglich. Und das hat mir auf den Spur. Ja, ich kann ja mal fragen, gibt es jetzt Fragen aus dem Publikum? Einzelfrage nicht. Wie lange hat denn das gedauert mit der Produktion? Also wie viele Hürden musstest du nehmen? Was war, wo hast du angefangen? Wie war sozusagen, das ist ja keine rein deutsche Produktion, das ist ja eine internationale Koproduktion. Das ist ein hessischer Film. Ja. Das ist ein, der letzte Kredit geht hessische Filmförderung, hessische Ministerium, das ist ein hessischer Film. Das ist die englische Fassung, die hessische Fassung kommt ins Kino. Aber wie lang? So, das war die Intensivsachen waren die Interviews mit beide, weil sie sind beide Meister Lügner, ja, sie sind beide Meister Spionen, sind Lügner. When you go, you know, you pay to lie basically as a spy. So das war sehr interessant, weil wir müssen als Filmmacher Crew, wir müssen auf Hessisch sagt man, we had to get them off their games. Ja, weil sie sind Meister Lügner. Und unser Ziel war, die emotionellen Aspekt von der Geschichte zu konnektieren. Ja? Was ihr seht nicht, ist, dass die, zum Beispiel das Set, wo sie sitzen für das Interview, die Mauern sind 5 Meter hoch. Ja? Das ist sehr impressiv schon, in so ein Set zu setzen. Und ich habe nicht, ob ihr habt gemerkt, aber sie gucken ganz genau in ihre Augen. Habt ihr das gemerkt? Ja. Weil wir haben benutzt diese Interrotron von Errol Morris. Das ist in kurz wie ein Teleprompter ein bisschen. Ja, wie die Leute das lesen, die Nachrichten jeden Tag. Sie haben so ein Teleprompter und sie lesen, was geht heute Abend. Das, so, anstatt der etwas, das geschrieben ist, das ist konnektiert mit einem Videokabel und sie sehen dort meine Bilder. Und hinten der Teleprompter gibt es den Kamera. Und das Endeffekt ist, dass sie gucken direkt in die Augen von Publikum.
Die Claudia hat geredet früher über das Beziehung zwischen Film und Publikum. Das war sehr wichtig, weil da gibt es eine Erste-Person-Beziehung zwischen die Protagonistin und das Publikum. Und auch das agiert ein bisschen wie ein Bullshit-Radar, wie sagt man auf Hessisch, Entschuldigung. Weil wenn wir reden, ja, zum Beispiel die Wörter sind nur, sagen wir, 30% von unserer Kommunikation. Body Language, die Energie, gibt es viel mehr. Und dann, wenn man guckt in die Augen, kann man mehr Wahrheit so zu nehmen. So, das war sehr wichtig für uns, weil die sind beide Meister Spion oder Lügner oder wie nochmal, Masters of the Seat. Dann das war sehr wichtig, diese Beziehung mit den Zuschauern zu machen. Ob das macht Sinn? Auf jeden Fall, ja. Deine Protagonisten, die haben ja einen Background, die sind ein Sicherheitsrisiko. Wie war das bei den Dreharbeiten? Also wie konntest du sozusagen für die Sicherheit beider garantieren? Was musstet ihr an Schutzmaßnahmen, was habt ihr? Wow, das war sehr interessant, weil wir hatten bei den Dreharbeiten, wir hatten eine bewaffnete Sicherheit, weil wir mussten wegen Versicherung und solche Sachen. Und Mossab kommt plötzlich, nach der zweiten Tage, kommt zu mir, er hat Angst von den Guard, weil der Sicherheitsmann war bewaffnet und er geht mir Mossab überall, er hat seinen Job sehr ernst genommen. Und Mossab geht und er ist immer da, der Mann, der große Mann mit den Pistolen. Mossab hat mir gesagt, guck mal, er muss ein bisschen... Und wir haben alle Angst vor dieser Sicherheit, Mann. So, das war ein bisschen komische Situation. Nee, die beste Sicherheit für Mossab, sagt immer, ist Anonymität. Ja, so, wir waren in einem Hotel, ohne die richtigen Namen zu geben, wer war da und so. Und so. Ja, war ein paar komische Situationen auch, weil wir haben, und muss aber vergessen, welchen Namen er hat gegeben ins Hotel zum Beispiel. Ja. Erst hier hinten und dann komme ich nach vorne. Ja, meine Frage war eigentlich auch wegen der Sicherheit, ob du dir selber denn Sorgen machst, dass man dir vielleicht mal auflauert, weil das sind ja eigentlich so aktuelle Probleme aus der Realität genommen. Hast du keine Angst um dich und deine Familie? God forbid. Im letzten Sommer waren ein paar Demonstrationen hier in Frankfurt wegen dieses Krieg zwischen Hamas und Israel. Und da war einmal, wo etwas ein bisschen komisch passiert ist und ich hatte ein bisschen Angst gehabt, weil jemand ist gekommen zu uns, das sollte nicht da sein. Aber ich musste sagen, die Frankfurt Polizei und die gibt so eine politische Abteilung, sie waren ganz schnell auf die Spur und das war schon okay. Aber sonst, was für? Für mich, ich hoffe, die Leute nehmen das für uns, das ist kein politisches Film. Ja? Das ist so ein sehr humanisches Film über zwei Leute, das haben die Mut, einander zum Vertrauen und das bringt etwas. Ja? Und hoffentlich die Leute können als diese humanische Hoffnung, wie heißt man auf Deutsch, so Abendsfühlen-Programm für einen Spielfilm? Ha? Abendfühlen-Programm? Ja, das ist vielleicht ein Hoffnungsfühlen-Programm. Etwas so für uns, nicht politische. Und, aber nee. Ja. Ja. Erst wollte ich nochmal sagen, ich bin wirklich sehr beeindruckt. Ich habe es ja jetzt auch zum ersten Mal gesehen und wow. Und muss nur sagen, wie viele Stunden Interviewmaterial hattest du? Erst vielen Dank, weil wegen euch, wir sind da. So, wieder vielen Dank. Angelegtes Geld. Ja. Yeah. Wir haben mit die beiden, wir haben 9 Tage Interviews gemacht mit die beiden zum Erst und das heißt 10 Stunden in die Tage. Das war mehr eine Interrogation als ein Interview. Und das war auch das Ziel ein bisschen, ja. Und wenn wir sind fertig mit dem ersten Teil von Interviews, die Gonen ist zu mir gekommen, da sagt Nadav, das ist das erste Mal in mein Leben, wo ich habe mich gefühlt, als ich war gehandelt.
häuslich gehandelt war. Und dann habe ich angefangen zu denken über die Similarität zwischen Filmregisseur und Agenthändler. Weil geht erstmal, du musst dich Vertrauen bauen und dann du musst die Leute in, einen, so in eine Richtung geben. Und dann gibt es viele andere Similarität, sehr interessant. Ja. Immer das tolle Hemd, super gebügelt. Wer, der? Der Gonen. Ja. Der Gonen, die beide, ja, ja. Ja, wir müssen, das ist Filme, wir müssen dazu arbeiten. Was man sieht, ist hinter die Kulissen, die 30 Leute in den Bügeln. Ja. Ja, wir haben extra, wie heißt das? Dry Cleaners auf dem Set immer bei uns. Ja. There's a shy one over there. Ja, vielen Dank. Das war wirklich herrlich. War es leicht, die Protagonisten davon zu überzeugen, mitzumachen? Und wie, so, welche Reaktionen gab es sozusagen auf beiden Seiten, wenn es so etwas gab, auf der israelischen Seite oder Freunden von Mossad? So, die beide, well, die wichtige Sache war zu sehen, ob gibt's diese Vertrauen zwischen uns, weil es war ganz klar, dass wir wollten nicht, wir sind keine Journalisten, ja, wir sind Filmmacher. Als Filmmacher man arbeitet mehr über die Geschichte, über die Emotionen. Ja, Film sind über Emotionen am Ende des Tages. So, was war sehr wichtig ist zu sehen, ob sie bereit sind, in diese tief emotionellen Aspekt von dieser Narrative zu gehen. Und sie waren sehr mutig, weil man braucht Mut, wenn man geht zu meinem Psychologe, ja, zu meinem Shrink. Eins über eins braucht Mut. Aber wenn man macht das mit einem Filmcrew, man braucht so ein paar, weil das, ja, das ist sehr, so sie waren beide sehr, sehr mutig, die Vertrauen zu geben. Und das ist etwas, das ist gebaut, auch mit Zeit. Ja, ich habe für ein Jahr die Beziehung gehabt mit die beiden, vor wir haben etwas gedreht. Ja, so diese ganze zu sagen Entwicklungsphase oder Vorbereitungsphase war sehr wichtig, weil das war die Basis dieses Vertrauens. Und die Reaktion, so ich kann sagen, in Israel war unglaublich, weil in Israel der Film der erste Premiere war eine Woche nach dem Peace Process von John Kerry ist schief gegangen, ja. Und eine Woche später den Film hat geöffnet in Tel Aviv und war so in Dokavi waren, weiß ich nicht, 600 Leute auf die Salle. Gibt es jemand hier? War da dieser Mann hier? War da und war ganz. Ich war sehr nervös, ja, weil das ist so, das ist ein hessischer Film auf einen Teil, aber das geht über die Geschichte von dieser Region. So, ich habe ein bisschen nervös, ja. Und dann der Film kommt zum Ende, die Credits. Ich komme auf die Bühne, Applaus, na. Und dann ich bitte der Mossad und der Gonen auf die Bühne. Und wenn die sind beide gekommen, war etwas total unerwartet, war ein Standing Ovation, aber für 8 Minuten. Und das passiert niemals für Filme in Israel. Die einzige Standing Ovation, ich habe gesehen, war Zubin Mehta und Philharmonic Orchestra. Sonst gibt es keine Standing Ovation. Und so, das war total unglaublich. Und in die Zuschauer, in das Publikum war so der Nummer 2 von der Mossad, der Nummer 3 von Shin Bet, Leute von der IDF, Journalisten, viel berühmte Leute von Recht und linke Seite des Politikum, des Political Karte. Und zum Sehen, die beide auf die Bühne, das hatte etwas gebracht. Ja? Und das war in jedem Screening, es war sehr unglaublich, sehr, sehr unglaublich, ja. Und auf der anderen Seite, wir sehen noch, Hamas hat alle Kinos in Gaza verbrannt. Nicht wegen uns, das war früher. Und in Westbank gibt es noch ein paar Kinos. Wir haben Interesse gehabt, aber ich denke, sie haben noch Angst. Weil da, Hamas ist noch sehr stark, auch in Westbank. Und die Leute, sie tragen, was die Pferde tragen. So, ja, ein bisschen. So, wir sehen noch. Ich bin sicher, dass der DVD-Bootleg wird ganz populär sein.
Ja. Ja, ich wollte was fragen. Hier bin ich. Hallo. Großartiger Film, ganz, ganz großartig. Dankeschön. An dich, an das Team und an die beiden Spieler. Weil es sind jetzt für mich jetzt nicht nur also Gonen und Mossad, sondern das sind auch richtige Spieler. Und das, also jetzt war das jetzt nochmal wichtig, die Information von dir, dass du quasi ein Jahr lang mit ihnen vorher schon gearbeitet hast. Aber in welcher Sprache hast du mit Gonen Ivrit gesprochen oder immer Englisch? Oder wie ist diese Sprache entstanden, dass das alles auf Englisch ist? Gute Frage, ja. Weil wir wollten auf Hessisch machen, natürlich. Aber der Mossab spricht ganz schlecht Hessisch. Weil die Sprache, guck mal, mit Gonen, ich könnte Ivrit reden. Sprechen. Ja. Aber mein Arabisch ist nicht gut genug, mit Mossab Arabisch zu reden. Und ich wollte unbedingt eine Sprache, das ist kommun für die beiden. Mhm. Ja, und ich wollte, dass sie sind auf ein, wie sagt man, equal. Also ja, sind absolut an gleicher Ebene. Genau. Mhm. Ja, weil das war sehr wichtig. So, die englische Sprache ist nicht die Muttersprache von Mossab, nicht die Muttersprache von Gonen, aber das ist die gemeinsame Sprache. Aber sie waren auch ganz eloquent, ich finde. Nein, sie waren großartig. Ja. Also es waren großartig. Ja, und also das ist nicht die Muttersprache von ihr. Ja, ganz toll. Bravo. Eine Frage. Wow. Great. Well, vielen, vielen Dank. Gibt es noch letzte Frage von den Herrn hier? Die ich auf Englisch frage? Ja, ich probiere mal. My very good documentary and really educational for me. Thank you. The question I have is what did the two interviewees through the documentary face in terms of implication since you've done the documentary? Has their life changed? Have you seen any implications that have come out surprisingly from your point of view? Very good question. It's okay when I antwortet auf Englisch? Yeah, it's okay? Yeah? Darf ich auf Englisch reden? Yeah? So, well, you know, what's interesting is that sometimes film does affect changes. You know, people always ask me, do you believe film can change things? And with this film, I saw how film actually does change things. So, what happened is a couple of things. First of all, you know, Gonen, he was thrown out of the Shin Bet. He was a persona non grata, right? And as a result of screening the film in Israel, he was suddenly propelled into the mainstream. So in the last war in August, every night you would have TV debates about the situation. You would have the former head of the Mossad, and then you would have the chief of staff, and then you would have Gonen. So suddenly people wanted to hear what he wanted to say. And I'm talking mainstream media, 8 o'clock news. So he became very popular, and that had somewhat of a redemptive effect because he was thrown out. Now, we know and that the unofficial sort of attitude of the Shin Bet is that they tell all their agents in the hallways to go see the film. So, you know, there you go. So it really has a redemptive effect on him. Now, that was one aspect. The other aspect, which was very interesting, was when, you know, Mossab, he felt betrayed by the Israelis because he really sacrificed everything, you know, and family is everything for them, for the Palestinians, for the Arabic culture. Family is everything. And he sacrificed that, you know, so he lost everything, so to say. Now, and he felt betrayed because the Israelis didn't help him when he came to America. The Americans were really going to deport him, which means certain death. When he came to Israel, to the screenings, every time we would, you know, surprise the audiences, whatever, he would get standing ovations, I was telling before. And he got so much love from the Israeli public. And I think that sort of closed the circle for him because because when you're a spy, you operate in the shadows. You don't, you know, all of a sudden you see the public, you see the people whose maybe, you know, lives you saved or their families or whatever, and you get so much love. So it was very special for him, very, very special.
And then every country, you know, where we screen, I see people who sometimes, you know, I was just in Australia and I remember there was an audience member who said that he was very biased against Palestinians, but this film sort of changed his mind. There you go. It's one person, but it's a change, you know. So everywhere there's little changes happening. So in the protagonist's life and also in the public's, you know, and the change starts with you, as they say, you know. So, yeah, thank you. Great. Okay. Thank you.